Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich mit euch eine Technik in Angriff nehmen, denn ich habe mit der lieben Susanne zusammen beschlossen, unser neues Catch the Sketch-Thema wird eine Technik werden. Und um euch dort nochmal zu zeigen, wie diese Technik funktioniert, falls ihr Lust habt, unseren Sketch mitzumachen, drehe ich nun dieses Video. Wir haben uns entschieden, die Technik Spotlight-Technik zu werkeln. Und wir machen das jetzt gemeinsam. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, Karte zugeschnitten, Layer zugeschnitten und die nächste Karte obendrauf. So wird es dann werden. Die Karten, die wir nicht benötigen und den Layer, die lege ich mal eben zur Seite. Wir fangen also hiermit erstmal an. Ich habe mich entschlossen, ich möchte heute stempeln in Grau. Schiefergrau, um genau zu sein. Ich finde, das ist eine sehr schöne, dezente Farbe, mit der man diese Spotlight-Technik wunderbar machen kann. Spotlight-Technik bedeutet jetzt quasi einen Teil im Bild oder auf der Karte in unserem Fall abzuheben, sodass er auffällt. Das kriegen wir bestimmt hin. Auffallend können wir ja alle. Jetzt habe ich mir natürlich einen Stempel ausgesucht, der nicht ganz so gut funktioniert, weil der schon von Haus aus sehr wischiwaschi ist. Das ist nämlich das Set Blütentraum. Und ich werde diesen Stempel benutzen, der ja schon so ein bisschen wie Aquarell aussieht. Dann müssen wir auch mal gucken, dass wir den mit der hellen Farbe schön vollkriegen. Und dann stempeln wir uns den einfach hier in die Ecke. Warten einen kleinen Moment, dass es einziehen kann. So, da haben wir unser Blümchen. Und dann benutze ich aus demselben Set auch noch einen Spruch, den ich finde, der gut auf Catch the Sketch passt. Denn ohne unsere Teilnehmer wäre Catch the Sketch hier nun mega langweilig. Darum gibt es also den Spruch dazu. Schwupp. So, Hälfte ist getan. Jetzt benötigen wir zwei Framelits, zwei Kreise, die ineinander passen. Das ist mit dem Licht heute auch nicht wieder schön, ne? Ich sitze jetzt wieder im Kreativraum. Die ganzen letzten Videos habe ich alle im Esszimmer aufgenommen. Da war das Licht tatsächlich noch ein bisschen besser. Gut, also Lichtproblem werde ich nochmal weiter in Angriff nehmen müssen. Also, egal. Zwei Kreise. Wir werden jetzt aus einem Reststück, ich habe ja gesagt, ich benutze Flamingo-Rot, mache ich den größeren Kreis aus Flamingo-Rot und einen kleineren Kreis aus einer bestimmten Stelle auf dem Papier. Ich nudel das schnell aus und bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt einen Kreis in Flamingo-Rot ausgenudelt und ich habe meine Karte ausgenudelt in dem kleineren Kreis. Den Rest der Karte legen wir gerade zur Seite, den brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Und jetzt habe ich mich für Aquarellstifte entschieden. Streng genommen auch nicht für die, die hier im Paket sind, sondern für die zwei also besonderen, die ich schon mal vorgestellt habe, aus unserem Komplettpaket. Dort gibt es ja auch vier. Ich habe mir die hier beschriftet mit den Farben, die es ist. In diesem Komplettpaket gab es ja Himbeerrot, Olivgrün, Limette und Flamingorot. Und ich werde jetzt mit Limette und Flamingorot weiterarbeiten. Und werde jetzt anfangen,
das Blümchen hier einfach auszumalen. Ist jetzt auch irgendwie kein Hexenwerk, Blümchen auszumalen. So, dieses hier ist ja dann auch noch Blümchen von der anderen Blume, die wir gerade zerstört haben. So. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Blatt. So. So, und jetzt nehme ich unseren Blender-Pen. Ich habe, also die Seiten sind identisch. Ich habe allerdings eine Seite für dunkle Farben und eine Seite für helle Farben. Und mal jetzt einfach hier noch so ein bisschen drüber, damit es dann wieder ein, ja, wie soll ich das erklären, damit dieser Buntstift- oder Bleistift-Effekt so ein bisschen verschwindet und es mehr nach Farbe aussieht, als nach Buntstiftmalerei. Ich kann euch gleich nochmal eben, ich mache das hier schnell fertig an den Außenblüten und dann zeige ich euch das mal. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Also, die große Blüte sieht noch sehr nach Bleistiftzeichnerei aus. Und die Außenblüten, gerade hier so, ist das mehr wie vermalt. Das finde ich einfach schöner, weil ich noch nie mit Bleistift so richtig malen mochte. Aber das geht hier ganz fix. Das kann man auch auf Flüsterweiß im Papier ganz gut tun, solange man nicht 100-mal über dieselbe Stelle malt, denn das ist auch feucht. Hier nehme ich mal eben ein Schmierpapier, um das leer zu malen, damit ich jetzt nicht mit der flamingo-roten Farbe bei dem Limette weitermache. Ich finde auch, die Farbe bekommt noch ein bisschen mehr Wumms, Lebendigkeit, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. So. Genau. Dann nehmen wir uns unseren Tombow und kleben den Kreis mittig auf den ausgenudelten zweiten Kreis. Und dann nehmen wir Dimensionals. Und Tomo, wir müssen nämlich jetzt zuerst die Karten aufeinander kleben, denn sonst liegen ja unsere Dimensionals im Leeren. Da wir aber ja gleich fertig sind und diese Karte nicht verändern, es sei denn, ich klebe da gleich nochmal ein Strasssteinchen auf, das muss ich mir gleich nochmal angucken, können wir das ja auch schon aufeinander kleben. Die Kartenmaße sind ganz normal wie immer bei mir, 14,5 x 10,5. Der farbige Layer 14,25 x 10,25 und die weiße Karte, auf der wir gestempelt haben, ist 14 x 10, sodass ich also 1,25 mm Überstand habe auf jeder Seite.
was ich ganz schön finde. Es gibt Kartenbastlerinnen, Demo-Kolleginnen, die haben vom Äußeren zur farbigen Mattung einen größeren Abstand. Aber das ist im Moment noch nicht so meins, was ich hübsch finde. Ich bin ja sehr, wie soll ich das sagen, sehr gerade. Also das muss irgendwie alles schlicht und gerade sein und da kann ich mich noch nicht so richtig mit anfreunden. So, jetzt, ich nehme einfach mal, damit ihr das besser sehen könnt, meine Pinzette. Jetzt müssen wir einfach versuchen, den Stempelabdruck, der ja so ungefähr hier wieder reingehört, plus den Rahmen, den ich da drumherum gemacht habe, so kleben wir das da drauf. Dann kleben wir noch diese Karte auf die große Karte, damit ich also diesen Layer auf die große Karte, damit ich euch dann ja auch noch einen Gruß schreiben kann. Einfach so oben drauf. So. Und jetzt seht ihr auch den wirklich, wirklich schönen Effekt, den diese Spotlight-Technik hat. Das ist die Karte. Jetzt haben wir ja so schöne neue Share what you love Perlchen bekommen, wobei die mir farblich, glaube ich, nicht passen. Nee, das gefällt mir nicht. Dann werden es weiße Steinchen werden. Das gefällt mir nicht. Gut, also kommen da gleich noch ein paar weiße Steinchen drauf und oder durchsichtige Steinchen, wie auch immer. Und das wird unsere Technik werden für Catch the Sketch Spotlight-Technik. Schnell und einfach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich, wenn ihr teilnehmt und uns eure Werke zeigt. Ich wünsche euch einen tollen Rest Juni für die, die es pünktlich nach Erscheinen anschauen, das Video. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag. Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Und sage bis bald. Tschüss.